Piro zeigt denen schon mal, wie es laufen wird. Ich habe ein schlechtes Gefühl, armer Dobby. Oh wow, da kommt Lauchfee aus den Bäumen. Also das wird kein so, hey cool, wir lernen uns mal kennen und beschnuppern uns, sondern das wird ein, weg da. Dobby ist aber auch mutig. Juro! Oh, hat einfach die Leute geschubst. In der Kugel. Oh, Juro blüht auf. Hat einfach die Kugel geschubst. Oh je. So, gibt es jetzt wieder Stress hier? Gott. Oh. Ich schätze, wir können diese Sache als Erfolg verbuchen. Gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Ach, guck mal. Lecker, die können nicht mit und nicht ohne. Als ich noch jünger war, habe ich für Gelegenheiten wie diese gebetet. Oh. Nur zu Ihrer Information. Davon muss ich. Davon muss ich ins Screen. Gesichert für alle Zeiten. Oh oh. Warum? Was? Wir sind ein bisschen ängstlich, die Zuschauer, ne? Recht, wie ich finde. Oh oh. Nein, Lauchfee, tu es nicht. Oh Gott, nein. Oh Gott. Lauchfee, nein. Oh oh. Oh oh. Alter, die spucken. Die machen die blind. Ja, das wird noch witzig. Ich hab Dinos spucken so eine Säure. Der Wurm. Guck mal, Pyro bekommt ein bisschen Oberwasser langsam. Okay, ich muss mal wieder ein bisschen weiter forschen. Obwohl das, viel Spaß macht, euch dazu zu gucken. Brachio, Para, Brachio. Aber ich glaube, für die Prontos und Paras baue ich tatsächlich ein neues Gehege. Die kommen hier hinten, also die Brachio, Pronto und Paras kommen hier hinten hin. Dann hier ansetzen. Ja, schon mal bauen eigentlich.
war wahrscheinlich immer viel zu groß, aber... Gucken, was wir da alles reinkriegen. Kann es immer noch verkleiden. Das ist halt echt ein großes Gehege. Richtig groß. Nice. So. Hier ein Beobachtungs. Dann machen wir überlegen. Dahin. Da muss noch ein Umspannwerk hin. Ja, da kommt ja keiner lang. Also da ist Quatsch, eins zu bauen. Können noch mal gucken, ob wir hier eins hinkriegen. Okay. Ja, dann mache ich diese Rundfahrt einfach. Hier noch mit hin. Wenn ich die hier irgendwo rankriege. Vielleicht habe ich da ein bisschen eng gebaut. Ja, vielleicht muss ich da ein bisschen... Oder nicht? Auch das. Okay. Hm.
Oh, ich habe schon wieder falsch rumgesetzt. Ich drehe am Rad. In dem Moment, wo ich es gesetzt habe, dachte ich noch, gucken, wo ich rum ich setze. Ich könnte die auch einfach da rauslassen dann. Ich weiß nicht, ob das Gitter übrigens dafür ausreichend ist, fällt mir gerade ein. Ich habe nämlich nicht geguckt, was ich dafür eins nehme. Das wäre vielleicht noch klug gewesen. Ich glaube nämlich nicht, dass die kleinen Zäune, obwohl ich habe schwerer Stahlzaun genommen. Naja, gucken wir mal. Wenn nicht, muss ich es halt nachher nochmal ausbinsen. Hier kommt das Tor rein. Ich glaube, ich muss auch lang, obwohl, naja, gerade reicht die eine Ranger-Station. So, wie wäre es denn da hinten mit irgendwas, was Gäste anlockt? Wir könnten eigentlich hier auch noch ein Hotel hinstellen. Hier rein. Du sagtest vorhin, was, dass du wieder RP spielen wirst ab nächsten Monat. Auf welchem Server geht's denn? Laufi! Da ist sie ja endlich. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig. Ich überlege dir jetzt noch hin und her, aber schreibe ich dir mal privat. Merkt, dass du da bist. Ja. Oha. Pyro, du hast wieder deinen Status abgegeben. Da bist du. Liebe Gäste, haben Sie Hunger? Und du bist not amused. Du hast mit Pyro ungefähr schon, weiß ich nicht, wie oft gekämpft. Und die kämpft schon wieder. Geht schon wieder richtig los.
klopfen die einfach an. Und dann kann sie nichts mehr machen. Und genau die richtigen Spielgefährten hier. Was zum Fressen. Ja. Aber Lauchfee, es gibt ein sehr zuckersüßes Bild von dir und von Pyro. Pyro macht das die ganze Zeit sehr gut. Ich habe ja schon gesagt, ich muss jemanden zu Lauchfee setzen, der sich ihr entgegensetzen kann, aber der auch weiß, wann gut ist. Und Pyro macht das sehr gut. Du gibst ihm immer ungefähr 5 Minuten die Vorherrschaft ab und dann ist das auch wieder vorbei. Pyro meinte schon, das ist eine halbe Szene einer Ehe hier. Und ist sogar Essen in Plastikdosen. Ja. Essen auf Rädern. Ist so. Ich bin eine Zeit lang der König und wenn genug ist, schreist du mich einmal an, dann bist du wieder Königin. Ich lauf weg. Genau so funktioniert das zwischen euch beiden. Ich kann mal nebenbei gerade das Bild hingemacht habe. Da sieht man, dass deine Seele doch gar nicht so schwarz ist. Laufen wir auf dem Bild. So. Bis im Discord. Ah, jetzt geht's wieder los. Die jetzt gemeinsam wieder jagen? Achso, ihr habt wieder nebeneinander gelegen. Nicht hingeguckt. Guck mal, aber das sieht doch schon alles sehr vertraut aus hier. Ihr seid ein richtig gutes Team geworden. Das sah am Anfang ja überhaupt nicht so aus. Aber jetzt, wo ihr die kleinen Nervensägen hier drin habt, müsst ihr halt zusammenhalten. Was hat Doro da gerade gemacht? Doro, was machst du da? Meine Damen und Herren, unser Wetterdienst kündigt einen nahen Sturm an. Oh nein, nicht schon wieder Sturm. Dino wird ein Einzelgänger. Vermutlich. Es sind doch schon keine Ziegen mehr da. Unsere Wettervorhersage wurde aktualisiert. Die Sturmwarnstufe wurde erhöht. Oh oh. Meine Damen und Herren. Sie aufgrund der Verhältnisse Schutz auf, bis sich die Wetterlage gebessert hat. Oh oh. Wollen wir essen nach? Bestätige Nachschubanfrage für Zuckerstation. Dinosaurier gedeihen nur bei optimalen Umweltbedingungen. Offene Graslandschaftsschutz durch Bewaldung, soziale Gruppen und Anzahl der Tiere im Gehege. Nicht mehr ans Grenzen. Warte mal. Ich möchte bitte nicht, das sind doch die Trakos, ne? Ich glaube, ich muss die Trakos tatsächlich umsetzen. Die funktionieren hier nicht. Wo ist denn das SEU-Team?
Marco? Ich setze mal einen nach dem anderen an. Morgen wieder arbeiten, keine Lust. Oh je. Ruzula, ich wünsche dir trotzdem eine schöne Nacht. Halte durch. Bis zum Urlaub ist bestimmt nicht mehr wahr. Nicht mehr lange. Dinosaurierbedrohung. Fahrzeug zerstört. Wer hat das Licht ausgeschaltet? Oh mein Gott, was macht ihr? Oh Gott. Sie müssen das Transportteam rufen, um das Tier sicher in sein Gehege zurückzubringen. Hyro, was habt ihr gemacht? Hört auf damit. Alter. Erstmal das Team ersetzen. So. Jetzt muss ich... Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt Daisy? Da ist Daisy. Aufgabe hinzu. Warte mal, müssen das die Ranger machen? Warte mal. Nee, das machen doch nicht die Ranger. Ich mach doch auch das Transport. Also hier. SCU. Aufgabe hinzufügen. Hä? Da ist ein Zaun kaputt? Oh ja. Oh ja. Kümmere mich um Reparatur. Sonst noch irgendwas? Kein Problem. Da läuft ein Dino. Wieder läuft ein Dino. Oh! Okay. Warte, wo ist der Dino? Irgendwo schreien Leute. Ich höre die. Hä? Ich sehe keinen. Unterhalb des kaputten Zauns. Hinten? Da! Marco! Da ist er! Nein, nicht hier. Dingens. Nee. Wo ist er hin? Ja. Verstanden. Alter. Huch. Wie kann denn das passieren? Sicher Ausbrecherkönig. Nee, du warst es nicht. Oh, oh. Nach alles gut ist doch nur ein Pflanzenfresser. Der macht euch nichts. Also, glaube ich. Vermutlich. Könnt ihr den mal erwischen?
Also ich meine, du sollst genau in das Gehege, ja? Das stimmt schon. War daneben, ne? Jetzt, oder? Sag mal, wie schlecht schießt ihr denn bitte? Trink das doch mal an. Alles klar, ich weiß, wo meine nächste Forschung hingeht. Aha. So. Und wir wollen den zur Abholung des Produkts unterwegs. Marco hat einfach keinen Bock auf die da hinten. Kann er schon verstehen. Gut, dann gehen wir. Sie liegt immer noch bewusstlos. Transportiere Produkt. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, du fliegst aber jetzt erst Trako dahin, ne? Hole Produkt ab. Das sind zwei Hubschrauber. Da müssen wir da noch Fressen reinstellen. Ey, was für ein Stress mit denen. Auf jeden Fall die Bäume weg. Marco angekommen? Ja, jetzt bist du einsam, aber das dauert ja nicht lange. Und das bei im Büro passiert, ist der Park geleert. Das ist einfach so, ja. Okay, dann kümmere ich mich mal kurz darum, ob sonst noch was kaputt ist. Die mir erstmal die Park Ranger zerstört, ey. Reagiert auf Reparaturanfrage. Reparieren. Essen haben wir noch. Kommt auf die Liste. Ich überlege ja ernsthaft, ob ich anstatt da nochmal Leute reinzuschicken, zum Essen auffüllen, ob ich nicht jedes Mal neue Essensstationen hinstelle. Bin zur Futterstation unterwegs. Da haben wir noch nichts, ne? Dann forschen wir da jetzt, glaube ich, als nächstes. Apropos forschen, ich vernachlässige das gerade. Oh Gott, ich hab schon wieder Pyro oder Laufi gehört. Das kann schon wieder nicht gut ausgehen. Treffsicherheit.
Geht's euch da drin jetzt besser? Ihr habt jetzt ein riesiges Gelände aktuell nur für euch.